25 Jahre Coca-Cola, wir sind natürlich wieder mal dabei. Wer, wie lange und wie, ob man wirklich 125 Jahre lang Coca-Cola trinken kann, das erfahren Sie heute bei uns. Und Sie werden sehen, Coca-Cola erhält die Frische. Alles Coca-Cola. Philipp Prozenter, Unternehmenssprecher von Coca-Cola, 125. Geburtstag ist, glaube ich, ein großer Wurf. Wie viel Coca-Cola trinkt man denn in seinem Leben, wenn man 125 Jahre alt ist? Ja, man wird vor allem nicht 125, aber wenn man das Falsche trinkt. Ne? Also deswegen ist es ganz wichtig, immer wieder von Zeit zu Zeit mit Produkten aus unserem Haus zu erfrischen. Ne? Wir haben ja eine breite Palette, es muss ja nicht jeden Tag Coca-Cola sein, es kann ja auch Coca-Cola Light oder Zero sein, aber daneben haben wir noch Römerquelle und so weiter und so weiter. Also wir freuen uns, Coca-Cola steht für Lebensfreude und heute ist ein Tag, wo wir das ganz besonders genießen werden. Heute ist ein Event, wo wir ganz besonders danken wollen für die Freunde, mit denen wir zusammen sind. Und für die Konsumenten gibt es ab jetzt eine Promotion, wo man 12 Reisen zu zweit in die weite Welt gewinnen kann. Überhaupt zu Locations, wo man besonders viel Lebensfreude empfinden kann. Sie sind von einem Geburtstagsfest zum anderen, 200 Jahre Oberösterreichische, heute wieder 125 Jahre Coca-Cola. Coca-Cola, ein Lebenselixier für den Fußball? Naja, Coca-Cola ist ein Mythos, könnte man sagen, und ein Lebenselixier für den österreichischen Fußball, weil Coca-Cola ist einer unserer Top-Sponsoren, einer unserer treuesten Sponsoren und daher sind wir gerne gekommen, um zu gratulieren. Ist das Coca-Cola auch ein Lebenselixier? Ja, mit Sicherheit, ein tolles Erfrischungsgetränk und vor allem österreichischer Zucker ist drinnen. Aber man kann schon auch sagen, weil heute so unglaublich viele Fußballer da sind, irgendwie muss es auch mit Sportlichkeit was zu tun haben, oder? Mit Sportlichkeit, mit Jugend, mit ja, Lebensfreude und da passt der Fußball optimal. Wie lange trinken Sie schon Coca-Cola? 125 Jahre? Glaubt man Ihnen ja wahrscheinlich nicht. Nein, so lange sicher nicht, aber also, um ehrlich zu sagen, wann ich angefangen habe, weiß ich nicht. Aber immer wieder, auch heute wieder. Vor dieser Veranstaltung sogar. Alles Gute für Coca-Cola, ja, in unserem gemeinsamen Interesse. Coca-Cola, ein Fußballergetränk, kann man das sagen? Also für mich schon, ich würde jetzt nicht irgendwie Werbung machen, aber bei uns in Bremen, der Felix Magath hat es verboten. Ja. Und der Ailton, der Brasilianer und ich, wir haben einen eigenen Eiskasten gehabt in einem kleinen Zimmer drinnen. Und nach jedem Training ist er zu mir gekommen und gesagt, komm Andi, porno Coca-Cola, porno Chocolata. Und das war unsere Nachspeise nach dem Training, so haben wir uns getoppt. Wie oft habt ihr es gemacht? Jeden Tag. Jeden Tag? Na, die kleinen Cola-Flaschen, eiskalt, das Beste, was es gibt auf der Welt. Cola, ist das ein Lebenselixier für den Fußball unter anderem? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass jeder Nachwuchsspieler zum Coca-Cola greift und wenn es ihm schmeckt, wird er ein Cola-Fan bleiben. Wie ist es jetzt? Ihre Mannschaft, unsere Mannschaft trinkt Coca-Cola verpflichtend? Verpflichtend ist es nicht, weil beim Profisport glaubt man immer, dass Mineralwasser gesünder ist. Aber es ist ja so, dass wenn es dann weggehen vom Mittagessen, geht davon aus, dass der eine oder andere Coca-Cola trinkt. Jetzt habe ich da drüben den Geschäftsführer von Stiegl stehen gesehen. Was tun wir jetzt mit dem? Wir empfehlen das Bier am Abend nach dem Fußball, oder? Ja, zuerst ist Coca-Cola und dann ist Stiegl, das geht eh. Darf man dann nur Coca-Cola trinken oder auch Bier? Ja, man trinkt natürlich Coca-Cola, aber ich habe vom General Director erfahren, dass die Stiegl-Brauerei eine Bierspende gemacht hat. Habe ich gar nicht gewusst. Wir machen das automatisch für unsere Partner und wir werden dann auch ein Stiegl-Bier trinken. Der Didi Konstantini hat gesagt, mittags das Cola, am Abend das Bier. Würde ich für sinnvoll halten, ja. Die Nationalmannschaft wird sich jetzt mit viel Cola und viel Bier auf die zwei leichtesten Qualifikationsspiele vorbereiten. Man hat ja nichts zu verlieren und ich sag mal, meine Landsleute sind durch und ich werde also mit Rot-Weiß-Roten und Schwarz-Rot-Golden im Doppelschal auf der Tribüne sitzen. Ich bin zuversichtlich. Der Einzige, der wirklich aus der Historie sprechen kann, ob Coca-Cola seit 125 Jahren getrunken wird, das ist doch derjenige, der beim Kaiser arbeitet, oder? Naja, so lange arbeite ich ja nicht beim Kaiser. Aber mich selber verbindet eine Partnerschaft mit Coca-Cola seit den späten 90er Jahren. Also ich kenne das Unternehmen doch recht gut. Habe immer wieder im Event und auch im Filmbereich für Coca-Cola gearbeitet. Und heute hier der Moderator? Ja, also dadurch, dass ich das Unternehmen ganz gut kenne und viele Leute auch noch immer kenne, freue ich mich sehr, dass ich da heute ein bisschen durch den Abend führen darf. Wir wünschen bestes Gelingen, einen unterhaltsamen Abend. Viel Vergnügen auf einer Zeitreise durch 125 Jahre Lebensfreude. Wenn Sie so wollen, bin ich
in dieser 125-jährigen Geschichte so ein ganz kleines Puzzlesteinchen. 3, 2, 1. So. Und dann kommt dieser entscheidende Moment. Sie müssen schauen, dass das Etikett richtig heute ist, weil Sie immer schön in die Kamera sehen. Kennt man aus dem Werbefernsehen. Und jetzt genießen wir unseren ersten Schluck. Sehr zum Wohle. Und jetzt. Es sind heute Abend nicht nur hunderte von Flaschen unter uns, sondern auch viele liebe Ehrengäste.